Innenverteidiger Mats Hummels vom FC Bayern München hat am Montag einen Tweet abgesetzt und damit auf einen Medienbericht über das angeblich schwierige Verhältnis zwischen Trainer Niko Kovac und Teilen der Mannschaft reagiert. Dagegen wehren bringt ja leider auch nichts. Man muss es wohl einfach über sich ergehen lassen, schrieb der Nationalspieler bei Twitter. Der Kicker hatte zuvor berichtet, Führungsspieler wie Hummels, Frank Ribéry oder Thomas Müller seien angefressen, weil sie zuletzt nicht selten auf die Bank rotiert wurden. Auch im Verhältnis zwischen Kovac und Arjen Robben knirsche es demzufolge. Zudem heißt es in dem Bericht, es bräuchte eigentlich neben Kovac jemanden, der hinter den Kulissen die Dinge klar anspricht. Punkt. Hasan Salihamidžić, als Sportdirektor potenziell dafür zuständig, genieße bei den meisten Stars allerdings den Status eines netten Kumpels, mehr bei Spox. Kommentar zur Bayern-Krise, Kovac' Handschrift ist nicht erkennbar, FCB, Hamann erwartet baldiges Kovac aus 1:1. Freiburg schockt schwache Bayern.